So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts, heute jetzt Remake Chain of Memories. Jo, im letzten Mal haben wir die Arenas Olymp erreicht, wir haben erfahren, dass ein Rennen hier stattfindet. Wir haben Cloud, wir haben Hades schon gesehen und ja, ich glaube, wir haben soweit alle Räume durchgeklappert. Ja, haben wir. Und jetzt eigentlich nur noch hier durch die ganzen normalen Räume einmal gehen. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier an. So, 5, 7 und den Schlüssel. Okay, mal schauen. So, 5, 7 und wir haben nichts. Der Primo will ich jetzt noch nicht weggeben. Dann machen wir eine Stunde des Magiers weg. Dann haben wir nur noch die 7. Das kriegen wir hin, oder? Geht auch eine 0? Kann ich eine 0 dafür nehmen, oder? Ne, geht nicht. Okay, schade, geht nicht. Dann müssen wir tatsächlich diese 7 nehmen. So, dann geht's weiter. Also ich denke mal, in diesem Part werden wir mehr Geschichte haben, als wir jetzt im letzten Part. Aber gut, ist halt so, ne? Das ist halt so. Mal gucken. Mal sehen, was jetzt passiert. Ach, hallo Phil. Wo kommt ihr denn her? Ihr habt doch nicht etwa den ersten Lauf geschafft. Na klar, und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr hier richtig, obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum das? Drei Worte. Ihr seid keine Helden. Schon wieder. Da irrst du dich. Ja, das waren 4 Worte. Nicht das. Ich meine, wie sollen wir beweisen, dass wir keine Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Hallo, Herkules. Er hat recht, Phil. Sie haben doch die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Wir können das Turnier auch jederzeit absagen. Absagen? Wieso denn? Phil, erster Kurs war so schwer, dass niemand hat ihn sonst geschafft. Stimmt das? Das passt doch, wir machen mit, dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft's, Kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Ja, ja, schon gut, Sora. Da du mit deinem Team und Herkules die einzigen Teilnehmer seid, sind sie nicht. Oh, hi. Ich bin der neue Herausforderer. Gestatten, Cloud. Je mehr, desto besser. Jetzt wird das Turnier ja langsam richtig sehenswert. Ich freue mich darauf, aber glaub nicht, dass ich Gnade walten lasse. Keine Sorge, ich kann einstecken. Geben wir unser Bestes. Genau. Gut, dann heißt es ja auf in den Kampf, aber zuerst erkläre ich die Regeln. Regel Nummer 1, wer zuerst durch den Hinderlauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2, bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3, ist es erlaubt, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Und Regel Nummer 4, alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. Was kriegen wir hin, oder? So, genug geredet, auf die Plätze, fertig! Los! Mag ja, wie geschillt Cloud da lang gegangen ist, wohl eher, aber ganz schön chillig gegangen, muss ich sagen. Yeah. Gut, dürfen wir? Gut, weiter geht's. In den nächsten Raum, würde ich sagen. Da wir in jedem Raum ja schon die Kämpfe haben, gehen wir direkt weiter, ohne jetzt einen großen Umweg. Verdammt, falscher Knopf, ich wollte auf Karte klicken. Wir müssen nur hier runter, okay. Ich war jetzt gerade nicht sicher, wo wir hin müssen. Deswegen habe ich nochmal nachgeschaut zur Sicherheit. Okay. Gut. Moin. So, eine vergammelte grüne Karte. Dann nehmen wir halt wieder Raum der Station. Die brauche ich eh nicht. Und weiter geht's. Und weiter in der Geschichte. Mal schauen, was jetzt kommt. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in diesem Part nur die Geschichte haben werden. Und die Endgegnerkämpfe natürlich, klar. Wow, nett von ihm zu warten, bis sie ihn eingeholt haben. Er wartet nicht. Regel Nummer 3 besagt doch, es erlaubt, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Er möchte also seine Chancen verbessern. Steckt die ruhig wieder weg. Ich bin nicht auf einen Kampf mit euch aus. Lauf weiter. Siehst du, er wollte nur, dass wir ihn aufholen. Jetzt haben wir ihn aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt, warum eigentlich nicht? Bist du ganz sicher? Ich bin nicht der wegen des Turnieres hier. Ich bin, sondern wegen Herkules.
Heute verliert er mehr als nur den Wettkampf. Warum? Was hat er dir getan? Hier geht's ums Geschäft, also halte ich hier raus und gewinn brav das Turnier. Weißt du, was du da tust? Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Großer Fehler. Oha, wir müssen gegen Cloud kämpfen. Haben wir doch ein paar Kämpfe mehr als erwartet. Ja, was soll's. Ein paar Erfahrungspunkte zu haben, ist cool. Dann wollen wir mal den Cloud besiegen. Hoffen wir, klappt das. Hoffentlich klappt das. Und wie ich glaube, ich habe was vergessen. Ah, das sehen wir gleich. Immer schön aufpassen. Alter, bleib mal locker. Bleib mal ganz flockig hier, Digga. Ey! Sturmlauf. So. Und ich habe... Nee, da ich dachte, wir hätten vergessen. So, gestochen. Ich dachte jetzt wirklich, dass wir vergessen haben, hier uns hier Heilsachen einzupacken. Genau, Vita meine ich jetzt. Und dass wir das vergessen haben reinzutun, weil ich gewundert hatte ja, dass wir so viele haben. So. Ich glaube, wir kriegen hoffentlich unsere Sachen noch wieder, bevor er seine Karte reintut. Danke. Nix Kreuzhieb. Ich geb dir Kreuzhieb, ey. Okay, immer schön angreifen, immer schön angreifen. 1, 2. Und Sturmlauf. Mal kurz unsere Karten wiederholen. Und 1, 2 und 3. Und einmal Donald, den stechen wir aus und dann gewinnen wir auch gleich, glaube ich. So, jetzt haben wir einmal Angriff noch von mir bei und dann war's das. Schönes Ding, haben wir gewonnen. War ja doch ziemlich leicht, muss ich sagen. War ja doch ziemlich easy. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer jetzt der Boss hier ist. Also der wirkliche Boss aus der Welt hier. Das sehen wir aber gleich. So, jetzt kriegen wir... Ach, das ist ein Äther, ne? Kann das sein? Ach, ein Supertrank, okay. Ich glaube, das stellt alle Karten wieder her, auch die Premium-Karten. Aber wir gehen auf Kapazität. Habe ich ja bereits gesagt. Das machen wir jetzt erstmal bis 500. Und er ist weg. Okay. Wo ist Cloud hin? Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen ihm nach. Ja. Und los geht's. Okay. Schüssel des Seins. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal unser Deck nochmal machen. Denn wir haben eine 9er-Karte bekommen, vor nicht allzu langer Zeit sogar. Und dann gehen wir weiter. So, 7 und eine 9 haben wir bekommen, meine ich. Aber wo ist die 9? Hä? Ach, die 9 habe ich ja schon reingetan, ich Idiot. Okay, da haben wir nur 7. Das ist auch in Ordnung. Haben wir noch 13 übrig. Na, das ist so schade. Warte mal, wir können aber, glaube ich, eine von den 4ern rausnehmen. Und dann kann ich die 5 von dem reintun. So, haben wir noch 7 und das passt dann, denke ich mal. Na, stockt alle Karten nach. 48 und wie viele macht das jetzt gerade? Wie teuer ist das gerade? 42. Ich glaube, wir tauschen das aus. Ich stock das ja eh immer zusammen auf. Deswegen benutze ich lieber den Supertrank oder lass ihn drinne. Ich weiß, dass es nur eine 3 ist, das ist mir klar. Aber ich glaube, dass wir damit besser bedient sind. So, geh weiter. Ich denke mal, so unser Deck ist gar nicht so schlecht gerade. Ist auf jeden Fall nicht mehr Standarddeck, so zum Beispiel. Und ja. Einfach nur noch den Boss. Dann haben wir diese Welt auch geschafft. Das ist doch schön, oder? Ja, die Welten sind nicht so lang, müsst ihr wissen. Das ist halt das Problem in dem Spiel. Es gibt halt wirklich nur diese Räume. Es wird natürlich noch viel, viel größer als jetzt. Aber so im Prinzip wie Kingdom Hearts 1 oder Birth by Sleep oder sowas ist das hier gar nicht. Das kannst du damit nicht wirklich vergleichen. Denn es gibt ja keine NPCs oder sowas, mit denen du reden kannst. Es gibt halt nur das hier. So, eine 3, die ich nicht benutzen werde. Nehmen einen von denen und dann ihn hier. So. Da haben wir die Tür auch auf. Dann haben wir das schon geschafft. Ich hoffe, vielleicht schaffen wir das Let's Play sogar durchzuspielen, ohne zu failen. Das wäre auch cool. Mal schauen. Ich sag mal so, lass uns überraschen, oder? Und so schlecht bin ich ja gar nicht im Spiel. Ach, Cloud wurde besiegt, war klar. Flasche. Du hast verloren, gib auf, Cloud. Puh, niemals. Ich kann für nichts garantieren, wenn wir so weitermachen. Sorg dich lieber um dich. Ich habe den Eindruck, dass du langsam müde wärst.
Keine Sorge, ich helfe dir. Sora? Hol dir so viel Unterstützung, wie du willst. Ich mach dich fertig und hol mir meine Erinnerung wieder. Erinnerung? Hey Cloud, wir wollen doch die Katze nicht aus dem Sack lassen. Hallo Hades, was geht? Hades, du? Du hast dich da wohl überschätzt, Cloud. Du hast ihn nur etwas müde gemacht. Das macht sich gar nicht gut in deiner Leistungsbewertung. Mit anderen Worten, du, mein stoppeliger, haariger Freund, bist gefeuert. Meine Erinnerung, wir hatten eine Abmachung. Hast du gedacht, du bekommst deine Erinnerung echt einfach so wieder zurück? Wie naiv von dir. Du. Aus dem Weg, ich kümmere mich selbst um Herkules. Soll ich lachen oder was? Hey! Regel Nummer 5, es ist nie zu spät, in die Spiele einzusteigen. Hades, du hast von Anfang an dahinter gesteckt. Cloud mag es nicht gelungen sein, dich zu besiegen, aber er hat dich ausgelaugt. Plan B tritt in Kraft. Pack deine Sachen, Herkules. Du hast gerade eine Freifahrt in die Unterwart gewonnen. Und ich zahle. Moment. Sora, nein. Hey, Herkules, wir können uns messen, wenn du in der Unterwelt bist? Wie können wir uns messen, wenn du in der Unterwelt bist? Genau so, ich war falsch gelesen. Gute Frage, Kleiner, aber die Antwort liegt nahe. Du begleitest ihn einfach. Regel Nummer 5. Es gibt keine Regeln. Hallo, Hades. Jetzt hau ich dich zusammen. Was hältst du davon? Nichts? Ist mir scheißegal. So. Mann. Dann wollen wir Hades mal verprügeln. Ich meine, der Kampf ist im Prinzip so wie bei Kingdom Hearts 1. Dass wir ihn nur Schaden machen können, wenn er Feuer blau ist. Also wie jetzt gerade. Und wenn er rot ist, macht er irgendwelche Angriffe und geht mir auf die Nerven. Okay, ich glaube, ich muss warten, bis er den Angriff benutzt. Und er kann nicht wieder angreifen. 2 und 3. Na nix, Take That. Ich hole jetzt Goofy, ey. Take That ist eine Musikband, ey. Da, komm her. Lass dich doch treffen, Mensch. Na, komm her. Oh, come on. Okay, 1, 2. Ey. Feuer. Oh, super. Oh, das Feuer hat getroffen. Das Eis hat getroffen. Ja, das Problem ist halt jetzt eben, ich habe jetzt keine Karten zum Stocken. Aber egal, wir greifen wieder an. Nix, hey, Vanzin. Ich geb dir gar nicht Vanzin, ey. Okay, jetzt habe ich kein Problem. Okay, weiter. 1, 2 und du, Donald, hilf mir mal bitte. Blitz, ja, danke, ist nett, aber du darfst mich auch gerne heilen. Okay, 1, einmal Eis und einmal ihn wiederholen. Und beim nächsten Angriff werde ich einmal alles benutzen, was wir jetzt haben noch. 17 und er wird Feuerball machen gleich. Ich muss kurz warten. So. Wenn er jetzt trifft, der war es das jetzt auch gleich. Scheiße. Kurz warten. Und das war's jetzt. Tschüss, Mann. Ja, eigentlich hätten wir ihn vorher schon besiegen können, aber gut. Lief halt nicht so, wie es laufen soll. Aber wir haben trotzdem besiegt. Ohne Probleme sogar wieder. Das war doch gut, oder? Kriegen wir Level Up? Nein, schade. Kriegen wir nicht, aber Hades. Kein Level Up für mich. Verdammt. Aber immerhin. Die haben wir abgeschlossen. Wollen wir als nächstes noch Akra bauen? Wo wollen wir hin? Was? Das Turnier wurde abgebrochen? Wieso denn? 2 Worte. Alle sind erschöpft. Moment mal, das waren 3. Soll das ein Witz sein? Und was wird aus dem meinem Match mit Herkules? Bedauere, Sora, aber in meinem Zustand würdest du nicht auf deine Kosten kommen. Lass uns gegeneinander kämpfen, wenn ich wieder fit bin. Kannst du warten? Okay, ich nehme dich beim Wort. Abgemacht. Hey Sora, er kommt wieder zu sich. Alles okay? Ja. Ich habe euch echt die Spiele versaut. Hey, hoffentlich findest du deine Erinnerung wieder. Vergiss Hades Worte. Manchmal erinnern einen die kleinsten Sachen an das, was man schon ewig vergessen hat.
Wenn es so eine wichtige Erinnerung ist, ist sie nie für immer weg. So sehe ich das jedenfalls. Und eine neue Beschwörungskarte. Hier, für dich, weil du mir geholfen hast. Bist du sicher, dass du nicht mit uns kommen willst? Kein Interesse. Okay, einmal Cloud auf Nummer 4. So, das ist doch schön. Von der Zeit her passt das sogar echt gut. Dann können wir doch ganz in Ruhe die Welt verlassen, ohne Stress zu machen. Das ist doch sehr gut. Vielleicht haben wir noch Glück und bekommen irgendwas hier. Wir haben leider kein Level Up mehr bekommen, aber das werden wir demnächst wahrscheinlich wieder haben. Ich denke mal sogar im nächsten Kampf gleich direkt, weil wir haben ja bestimmt ein paar Erfahrungspunkte bekommen auch. Aber gut, das sehen wir dann. Okay, kurz heilen und weiter. Die dritte Etage müsste das jetzt sein, ne? Oder schon die vierte? Why bring that up? I had to be sure that I hadn't forgotten them. How'd that go for you? Good. I remembered where I had trust to find the king. Well, I remember that too. The king helped save everything by staying on the other side of the door to darkness, I think. You got it, Goofy. And me? I'm looking for Riku. He was with the king when the door closed. I guess there's no way we'll forget the most important memories. That's good, because I don't want to forget. Ja, ja. Das war Ende Kingdom Hearts 1. Woo! Also ich kann jedem empfehlen, der das noch nicht geguckt hat jetzt, den ersten Teil. Das sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich wette, Riku und der König sind noch zusammen. Ja, wer weiß. Wir müssen den König rasch finden, das zumindest werde ich nie vergessen. Ich weiß gar nicht, wie läuft die Zeitlinie eigentlich jetzt hier im Spiel? Also mit der Geschichte von Riku gerade. Also läuft die parallel gerade mit dem ab hier oder nicht? You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a heartless. And if one becomes a heartless... They lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. Right, but not Sora. He held on to his feelings even as a heartless. And there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade shows Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? Ja, es hat einen anderen Grund, glaube ich, ein bisschen. If we did, what would it have been? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. But whatever they were, they couldn't have been very important memories, right? Right. Or else I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. It's special to her, so I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Am I right, Kairi? Do I know that girl? Hey, Sora!
reason to go. Sorry, never mind. We better keep going. Also fast hätte Axel es gesagt, was passiert, wenn einer zu einem Herzlosen wird. Das hat er fast gesagt hier. Wir erfahren das erst später noch, was ich jetzt meine, aber es hat auch mit Roxas was zu tun. Sagen wir mal so. Okay. Wir reden noch mit beiden, welche Part noch beenden. Kairi wird zu glücklich sein, wenn du Rico wieder heimbringst. Und was sagst du? Und verlieh bloß nicht den Glücksbringer von Kairi. Jo Leute, ich werde den Part an dieser Stelle beenden und im nächsten Part werden wir in die vierte Etage gehen und ich denke mal, die nächste Welt wird Akaba sein, aber das entscheide ich dem nächsten Part denn spontan, denn bis zum nächsten Mal und ciao.